Lieber Conny, verehrte Generation Golf, liebe Maturisten, wenn ich mich so umgucke, gibt es die ja auch. Und Babyboomer, dear Generation X, Y und Z. Ich freue mich sehr, heute an der Schnittstelle zwischen Politik und Unternehmertum reden zu dürfen. Man ist ja froh, wenn man als Ex-Banker noch irgendwo eingeladen wird. Wir leben, meine Damen und Herren, wir leben in historischen Zeiten. Stichworte wie Digitalisierung, Industrie 4.0, Blockchain, Tokenization, künstliche Intelligenz, Disruption und dergleichen beherrschen die Tageszeiten, die Online-Medien sind prall gefüllt. Wir reden von Wandel. Die einen, die Begüterten, die Talentierten, die Begnadeten, alle die, die hier im Raum sind, die sehen das als verheißungsvolle Möglichkeit. Aber es gibt auch die anderen, die weniger Talentierten, diejenigen, die Ängste haben aufgrund dieses Wandels, der Wandel, der für sie oft genug schmerzhaft ist. Interessanterweise sehen wir gleichzeitig äußerst tugendhafte Zeiten. Tugendwächter gibt es überall, von jeder politischen Couleur. Sie achten mit größter und höchster Akribie darauf, dass öffentliche Äußerungen ja bitte keine Irritationen aufkommen lassen. Dabei wird häufig vergessen, dass Irritationen, dass Debatten die Menschheit nach vorne bringen. Eingefahrene Denkmuster helfen nicht weiter. Meine Damen und Herren, vor 500 Jahren hat Martin Luther den Rednern mit auf den Weg gegeben, tritt fest auf, mach's Maul auf und hör bald auf. Das passt hier perfekt, man hat 20 Minuten, länger darf man nicht reden. 200 Jahre nach Martin Luther gibt es einen Arzt namens Bernard Mandeville, vielen von Ihnen vielleicht bekannt, Niederländer, der dann nach London emigriert ist und dort die Bienenfabel verfasst hat. Meine Damen und Herren, ich mag diesen Arzt extrem gerne, denn er begann die Bienenfabel mit etwas Unerhörtem, einem Loblied auf das Laster, die Gier, Geiz, Verschwendung, Stolz und Eitelkeit. Meine Damen und Herren, ich zitiere und ich bringe jetzt den Translator garantiert in große Probleme. Ich zitiere, der Geiz, dies scheußlich böse Laster, keins ist fluchwürdiger, verhasster, war Sklav der nobelsten der Sünden, Verschwendung, doch durch Luxus finden, Millionen Armer sich erhalten, auch durch den Stolz, den alle schalten, nicht minder dient der Neid, sowie die Eitelkeit der Industrie. Die Sucht, sich als modern in Speisen, in Kleid und Möbel zu erweisen, stets ein Objekt des Spottes zwar, des Handels wahre Triebkraft war. Die Geschichte heißt Fables of the Bees, weil Mandeville sie als Gleichnis erzählt, die Geschichte eines Bienenstocks, Aufstieg und Fall. Irgendwann, meine Damen und Herren, schämten sich die Bienen für ihre Laster und beschlossen allein, der Tugend zu frönen. Die Folge, ich zitiere wieder, da man auf Luxus jetzt verzichtet, so ist der Handel bald vernichtet, manch Handwerk mehr und mehr verfällt, Betriebe werden eingestellt. Meine Damen und Herren, Mandeville hat also den freien Handel erfunden und hat gleichzeitig erkannt, dass die Idee der freien Märkte mit dem Geiz, mit dem Gier, mit all dem, was hier in diesem Raum versammelt ist, mit der Ambition, reich zu werden, das ist genau das Richtige, meine Damen und Herren. Ich vereinfache Ihnen den Gedanken, aber das muss man ja auch machen, wenn man nur 20 Minuten hat. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir mit einigen Thesen eines Börsenchefs zunächst mit ein paar allgemeinen Thesen zu beginnen, die mir sehr wichtig sind. Zunächst, uns dämmert langsam, aber sicher, wir Politiker, wir Manager, wir Eliten, wir verstehen das Volk nicht mehr und das Volk sind unsere Kunden. Renzis Referendum ging mit seinem Kalkül dramatisch in die Hose. Der Brexit hat uns kalt erwischt und wird aus Great Britain Little England machen. Morgen ist das ursprünglich angesetzte Datum für den Austritt. Und wie von mir seit Monaten vorausgesagt, die Agonie geht weiter. Es ist ein absurder politischer Prozess, ein historisches Drama vom Aufstieg und Fall der einst großen britischen Nation. Donald Trump hat für uns
und für ihn selbst wohl überraschend die Wahl gewonnen, hat zunehmend Gefallen daran gefunden, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein. Die Midterms wurden nicht zum Waterloo für ihn und auch nicht vor ein paar Tagen der Mueller-Untersuchungsbericht. Auch da irrten wieder viele. Man mag es nun mögen oder nicht, wir müssen erkennen, Donald Trump führt das Land wie ein dominanter CEO, nicht wie eine politische Eminence grise. Er spaltet das Land und ist doch erschreckend effektiv. Er hat ein neues Paradigma geboren, den politischen CEO, der sein Land ökonomisch in den Mittelpunkt stellt. Nur das zählt, was gut für das eigene Land ist. Angela Merkel, die eigentlich ja nach den Ergebnissen der Meinungsforscher unser Land über viele Jahre regiert hat, hat die Flüchtlinge willkommen geheißen, das Volk unterschätzt und eine echte Krise ausgelöst. In der Spätfolge dämmert ihr Kanzleramt. Ich konstatiere, meine Damen und Herren, wir wissen nicht mehr, was das Volk will. Und vielleicht weiß das Volk ja auch nicht mehr, was es selbst will. Vielleicht ist es ja so, dass wir, die Eliten, wir Manager, wir Unternehmer, wir Politiker, dass wir wieder mutiger sein müssen und ab und zu wieder mal den Mut haben müssen, dem Volk auch zu sagen, was warum richtig ist. Meine Damen und Herren, das Volk sehnt sich in vielen Dimensionen nach Leadership und uns, unserer Führung, ist die Führung irgendwie entglitten. Und das ist natürlich der Nährboden der Populisten, meine Damen und Herren. Wir lernen, mehr oder weniger unbewusst, die Politik wird der Wirtschaft letztlich folgen. So sind wir konditioniert. Ich war bei McKinsey, ich war bei Bain, ich habe mit Romney gearbeitet, mit Hank Paulson bei Goldman Sachs. Conny hat es angesprochen. Eines ist klar, ja, wir haben vor der Finanzkrise im Grunde eine Politik verfolgt, wenn es in einem Land nicht geht, gehen wir ins nächste Land und haben global agiert. Es gab die Bipolarität der Supermächte, USA und Russland im Kalten Krieg. Europa hat dazwischen sich glänzend durchgemogelt. Das Ende der Geschichte ist eben, auch wenn Francis Fukuyama es vorhergesagt hat, nach 1989 nicht passiert. Es ist nicht das Ende der marktwirtschaftlichen und liberalen Rechtsstaaten eingetreten. Wir haben Multilateralität überall. Meine Damen und Herren, der Primat des Geldes, der Primat des Unternehmertums, unter dem wir, Hajo, Jürgen, wir alle aufgewachsen sind, wir müssen erkennen, wir sind wieder in einem historischen Jahrzehnt angekommen. Es gibt eine Rückkehr des Primates der Politik. Und die Wahrheit ist, wir sind weiterhin der Auffassung, dass wir agieren könnten, als wäre der Primat des Geldes schlicht dominant. Das ist nicht mehr so. Wir müssen erkennen, der Primat der Politik ist zurückgekommen. Meine Damen und Herren, nach diesen zwei etwas allgemeineren Thesen, dann eine These, die mir am stärksten am Herzen liegt als Chef der Börse, eine technologische These, die Folgendes besagt. Es gibt eine bemerkenswerte Entwicklung derzeit. Einige von Ihnen in diesem Raum arbeiten daran mit, auch einige mit mir zusammen. Das neue Zauberwort von uns heißt Tokenization. Was verbirgt sich dahinter? Meine Damen und Herren, vor Jahrhunderten wurden Unternehmen verbrieft. Die Aktie ist ein historisch gesehen altes Instrument, auch wenn der Julian gerne an die Börse kommen will. Ich freue mich nämlich gerne mit 1,2 Milliarden Umsatz an die Börse und spreche auch dafür, dass es guten Flow gibt. Aber tatsächlich sind Renten, Aktien, ETFs, Derivate sind relativ alte Instrumente, die heute aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken sind. In naher Zukunft, und ich rede nicht von ferner Zukunft, in naher Zukunft wird es so sein, dass es ganz neue Assetklassen geben wird, wo Vermögenswerte massiv dematerialisiert werden. Es wird über Tokens innerhalb und außerhalb von Börsen werden jegliche Art von Vermögen handelbar gemacht werden. Immobilien, Kunstwerke werden gehandelt für jeden von uns. Es wird möglich sein, für die besten Assets dieser Welt Tokens zu erwerben, diese Tokens über Idealiter-Börsen hin und her zu schieben
und es wird einen Digital Record geben und Sie werden in nicht allzu ferner Zukunft sagen können, ein Teil eines Picassos, eines Richters gehört mir und Sie werden spekulieren und handeln können auf jede Art von Assetklassen. Es ist auch keine Utopie mehr, meine Damen und Herren, dass wir frühzeitig Tokens erwerben von den Abschlussklassen von Stanford oder von der Uni Mannheim. Es ist vollkommen klar, wer heute in, oder wer früher in den Hajo Riesenbeck investiert hätte oder in den Herrn Herreus oder in die Frau Dussmann und hätte gesagt, ich vertraue auf deren Arbeitskraft, Fähigkeit, auf deren zukünftig Einkommensströme, der hätte viel Geld damit machen können. Und wir selbst, wir sind nichts anderes als ein Unternehmen. Es wird möglich sein, in sehr naher Zukunft durch die Digitalisierung, durch Digital Records, durch die Blockchain, durch das darunterliegende technologische Instrument, wird es möglich sein, jede Art von Vermögen zu handeln, dematerialisiert und das global. Es wird möglich sein, dass jeder seine eigene Arbeitskraft anbieten kann an den Märkten, an den hoffentlich an den Börsen und idealiter bei uns. Meine Damen und Herren, da sind Chancen entstehen, brutale, enorme, verheißungsvolle Assetklassen. Das wird der Motor der Zukunft sein, die Dematerialisierung. Davon sind wir überzeugt. Und meine Damen und Herren, mein Job ist es, für die Börse dafür zu sorgen, dass diese Assets nicht over the counter laufen, nicht an den Börsen vorbeigehen, sondern dass es dafür einen echten Markt gibt, dass es eben nicht wie bei der Bitcoin läuft, dass es eine Cryptocurrency gibt, die einen geschlossenen Kreislauf schafft und dieser geschlossene Kreislauf nicht durchbrochen werden kann und du am Ende des Tages ein System geschaffen hast, was kaputt geht, weil es nicht offen ist, weil du am Schluss das Geld aus der Bitcoin nicht mehr herausbekommst. Meine Damen und Herren, ich habe kürzlich mit Bill McDermott geredet, dem Chef von SAP, der mir gesagt hat, Ted, und ich sage es auf Deutsch, Freunde, wir leben in einer super rasanten Zeit, alles dreht sich immer schneller, freuen wir uns darüber, so langsam wie heute wird sich die Welt nicht mehr drehen. Und ich kann dieses ganze Gerede nicht mehr hören, alles ist schnell und alles ist schwierig, ja, in diesem Raum gibt es davon wenige. Aber die Wahrheit ist natürlich, es gibt außerhalb dieses Raumes viele, die extrem mächtig werden, weil am Ende des Tages widerspricht dem Primat des Geldes die Demokratie fundamental. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns vor lauter Begeisterung über die Chancen der Digitalisierung, die ich selbst mehr als teile. Ich bin ein Begeisterter, ich bin ein Getriebener der Digitalisierung, ich treibe selbst. Lassen Sie uns nicht vergessen, dass am Ende des Tages die Globalisierungsgegner und die Globalisierungsverlierer Zulauf bekommen werden durch die Digitalisierungsverlierer. Ja, und wir müssen diese einfangen. Es ist klar, Donald Trump hat die Wahl im Rust Belt und darüber hinaus gewonnen. Warum? Weil in den USA der Anteil der Löhne am Sozialprodukt drastisch gesunken ist und die Reallöhne nicht mehr gestiegen sind über 15 Jahre ab dem Jahre 2000. Und viele Amerikaner haben sich nicht als Globalisierungsgewinner gesehen, auch Briten nicht. Dazu kommt eine tiefe Abneigung gegen das Establishment. Und damit müssen wir operieren und wir müssen erkennen, und das zeigt sogar die Volkswirtschaftstheorien, es zeigt sich eindeutig, immer dann, wo es in einer Demokratie Verlierer gibt, braucht es einen starken Sozialstaat. Wir müssen starke Sozialstaaten schaffen, damit wir die Talentierteren, die Begnadeteren, diejenigen, die vermögender sind, damit wir am Schluss, ich sage es mal brutal, zitieren Sie mich nicht totgeschlagen werden. Meine Damen und Herren, es dämmert langsam auch den Nicht-Volkswirten. Ich habe Volkswirtschaft promoviert. Ja, als ich noch jung war, hatte ich das Ideal des Polypols vor Augen. Heute ist es so, es gibt de facto bei den Investoren das Ideal des Monopols und des Oligopols. Ich selbst führe ein Unternehmen, 20 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, 5 Milliarden größer als die Deutsche Bank, mit 5.900 Mitarbeitern. Wir haben die höchste Marktkapitalisierung pro Kopf von allen großen Unternehmen. Jeder meiner Mitarbeiter ist Millionen schwer an Marktkapitalisierung. Wenn ich mit meinen Mitarbeitern rede und ich sie aufpushe, nach vorne pushe, dann frage ich manchmal, kennt ihr Netflix? Da lachen die natürlich, weil natürlich jeder Netflix kennt. Die Wahrheit ist, wir traden mit einem Multiple 20 times Profit, PE von 20.
Netflix, ja, hat genau den gleichen Profit wie ich, wie die deutsche Börse, 1 Milliarde, tradet aber mit 150 Milliarden. Ja, das heißt, wir sind in einem Multiple-Game angekommen. Wir sind nicht mehr im Unternehmerspiel, wir sind im Investorenspiel, meine Damen und Herren. Und das gilt global. Heute ist ein CEO nicht mehr dazu da, primär Gewinne zu steigern, sondern ein CEO ist primär dazu da, wie ein Investor zu denken. Ja, insofern ist auch ganz gut, Conny, dass ich nicht irgendwie selbstständig geworden bin und dann mit dir zusammen viel Geld gemacht habe. Jetzt habe ich halt wenig Geld gemacht, aber ich helfe wenigstens den Unternehmen, nach vorne zu kommen. Meine Damen und Herren, das wahre Ideal liegt also inzwischen in den Monopolen. Und die Monopole kommen nicht als Dämonen, als Hydra her, sondern tatsächlich werden die Monopole geliked, überwiegend geliked und haben Fans. Facebook stort jeden Tag 4 Petabyte. 4 Petabyte ist, das sind 4 Millionen Gigabyte. KGB, CIA, Mossad, meine Damen und Herren, war gestern. Amazon zahlt auf 11 Milliarden US-Dollar Gewinn keine Steuern. Alphabet macht 30 Milliarden Gewinn, kann mit einem Gewinn zweimal die Deutsche Bank kaufen. Apples Cash-Position ist so groß, dass sie faktisch ja, die drei größten Finanzdienstleister Deutschlands aufkaufen können. Es gibt in diesem Spiel einen strukturellen Nachteil und ich bin hier in Deutschland, ich rede auf Deutsch, mache ich inzwischen nur noch selten. Ich muss Ihnen sagen, alle, die hier sitzen, Unternehmer sind, das ist schon mal dumm gelaufen, ehrlich gesagt. Ja? Denn in fast jedem Geschäft sind europäische Unternehmensgründer brutalst benachteiligt, weil der Markt zu fragmentiert ist. Er ist einfach zu fragmentiert. Wir sind zu klein, es gibt keinen europäischen Markt, es gibt einen deutschen, einen französischen, einen italienischen, einen portugiesischen Markt. Die Märkte sind zu fragmentiert. Die a priori Erfolgswahrscheinlichkeit in Deutschland, ein Unicorn zu schaffen, ist dramatisch niedriger als in Amerika, einfach wegen der Größe des Marktes. Dazu kommen völlig unsinnige technologische Rahmenbedingungen, die uns einfach nicht helfen, nach vorne zu kommen. Ansonsten wird die Welt in Deutschland dominiert von mechanischen Ingenieuren, die extrem gut sind, aber leider aus dem letzten Jahrhundert kommen. Was uns fehlt, sind Softwareingenieure und Data Scientists und dergleichen mehr. Meine Damen und Herren, wir stehen an einer Wegscheide. Ich glaube, wir müssen hart dafür arbeiten, dass wir diese Dynamik, die wir hier und heute sehen, in dieser Gruppe, bei solchen Veranstaltungen, dass wir die weiter treiben. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir das so smart spielen, dass die Digitalisierungsverlierer nicht am Schluss in eine Situation kommen, dass das Empire Strikes Back spielt. Meine Damen und Herren, wir brauchen Unternehmer, die über den Tagesrand hinausdenken. Wir brauchen Unternehmer mit einem politischen Blick. Wir brauchen ein Einbauen historischer Dimensionen in unser Denken. Kurzfristige Optimierung reicht einfach nicht mehr. Restrukturierung ist sowieso von gestern. Wir sind im Post-Spätkapitalismus angekommen und wir sehen die Auswüchse, wir sehen die Krisen und wir spüren sie am Horizont. Sie werden kommen und wir müssen sicherstellen, dass wir diejenigen, die eben nicht so begütert sind, mitnehmen können. Wir brauchen ein neues Unternehmensethos und wir großen Unternehmen, ja, wir, also 20 Mal Unicorn, ja, wir lernen von den jungen Unternehmern heute. Ich habe von den jungen Unternehmern das Thema Purpose gestohlen. Ich war einer der Ersten, der es hochgebracht hat, weil ich mit jungen Unternehmern geredet habe und die mir gesagt haben, ich will die Welt verbessern. Ob das Netflix ist oder irgendwas, spielt überhaupt keine Rolle. Ja, das Entscheidende ist, die Jungen glauben daran, sie können die Welt verändern. Und wir großen Unternehmen haben aufgegeben, daran zu glauben, die Welt verändern zu können. Wir glauben nur noch, wir müssen Gewinne machen, den Shareholder Value maximieren. Das reicht nicht mehr für die nächste Stufe des Kapitalismus. Meine Damen und Herren, ich hätte noch so viele interessante Sachen zu sagen, möchte aber denjenigen, die heute hier Venture Capitalists sind und denjenigen, die hier Unternehmer sind, eine kleine Geschichte erzählen, die sie in guten und in schlechten Zeiten vielleicht begleiten möge als Abschluss. Das ist die Geschichte einer Maus und einer Kuh. Emma ist die Kuh und die Maus ist das Mäuschen. Das Mäuschen kommt in den Stall gelaufen.
Das Mäuschen guckt links, es guckt rechts und sieht Kuh Emma in der Ecke stehen und sagt, Emma, Emma, hilf mir. Die Katze ist hinter mir her. Emma sagt, komm zu mir, setz dich hinter mich. Das Mäuschen macht exakt das, setzt sich hinter die Kuh Emma. Die Kuh Emma hebt den Schwanz und lässt einen Kuhfladen, wir sind hier am Tegernsee, da kann man das erzählen, auf das Mäuschen fallen. Stille. Leider guckt ein bisschen was von dem Schwänzchen aus diesem Kuhfladen heraus, meine Damen und Herren. Die Katze kommt in den Stall, guckt links, guckt rechts und sieht natürlich wegen des kleinen Schwänzchens unser kleines Mäuschen da. Spute dahin, holt das Mäuschen aus dem Kuhfladen heraus. Meine Damen und Herren, unser liebes, kleines, zärtliches Mäuschen wird von der Katze brutal verspeist. Was lernen wir daraus? Und was lernen Sie gefälligst daraus? Erstens, jeder, der dich bescheißt, ist nicht zwingend dein Feind. Zweitens, jeder, der dich aus der Scheiße herausholt, Venture Capitalist, ist nicht zwingend dein Freund. Und drittens, wenn du in der Scheiße drinsteckst, dann ziehst du besser dein Schwänzchen ein. Ich danke Ihnen. Thank you.